Warnung: Die von uns gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf einige Zuschauer verstören hier. Was ist hier nicht? Da hinten, guck mal, da liegen noch Beine. Guck mal hier das Messer. Was ist da los? Hiermit grüßen wir Coco Köfter, René und Marvin. Hier ist Horror Lost Places. Wir sind vor unserem neuen Ort angekommen. Hier soll eine verwunschene Puppe wohnen. Terry, was hast du dazu? Ich habe Angst vor Puppen. Ich habe auch Angst vor Puppen, aber wir finden das raus, Leute. Und wir haben heute auch ein neues Gerät dabei, extra für euch zusammengebaut, die Phantom 1. Tada! Was es mit diesem tollen Gerät hier auf sich hat. Da ist eine Fanfox fest verbaut, ein EMF Magnetic Field Sensor verbaut und eine GoPro, damit nichts verfälscht und nichts gefaked wird, die diese beiden Geräte dauerhaft aufzeichnen wird. Und Kerry wird diese Einheit, unser neues Gerät, Phantom 1, merkt euch das. Das ist unsere Erfindung von Horror Lost Places im Einsatz haben. Manfred, was hast du zu der Erfindung? Ziemlich geil, das ist gut. Oh Leute, da war ein Geräusch, habt ihr das gehört? Was ist da los? Und da oben ist sogar noch eine Alarmanlage, guckt euch an. Am Limit, für euch. Scheiße, Mann, hoffentlich lösen wir die nicht aus. Oh Gott. Die Polizei noch kommt, um Gottes Willen. Oh nein, Polizei können wir nicht gebrauchen. Ja. Oh. Das verwunschene Puppenhaus. Leute. Wie cool, direkt offen. Leute, guckt euch den Traktor an. Sieht schon ein bisschen gefriemelt aus, ne? Also kriegen wir nur an. Gerrit, komm, machen wir hier eine Tour, ey. Ist der Schlüssel unterm Sitz, wo er hingehört? Ja. Also hier in diesem Haus soll eine verwunschene Puppe wohnen. Oh. Oh. Finden wir es raus. Oh, guck mal da, Motoröl. Oh. Wie besser ist das hier? Ey, was? Schieben wir dazu. Hier steht Fahrräder ohne Ende, ne? So, was ist das? Ich hab den Fotos gesehen. Für eine Mordmaschine hier wieder. In diesem Haus. Was ist denn da? Ein Sicherungskasten steht hier einfach drum. Was hat die Puppe hier vorgehabt? Wollte die was bauen? Ich weiß nicht. Wasserschlauch und Rasenputzmittel. Oh, da kann man den Rasen mit putzen. Oh, hier sind immer Spinnenweben, ne? Ja. Die Decken sind auch voll. Ha, guck mal, Clary, diese Kribbelding. Willst du da mal ran? Bah. Magst du halt nicht dieses Aufpoppen von diesen Dingen? Ja, guck mal, sogar noch diese original Rollschuhe aus den. Ja, die Monster. Ja, wenn du einmal anfängst, kannst du nicht mehr aufhören. Wollen wir die mit ins Auto nehmen? Die nehmen wir mit. Guck mal hier, wirklich tonnenweise Baumaterial. Wo sind noch so Isolierplatten? Was ist das? Eine Teufelmaschine. Start safe. Ach, das hast du zum Auto starten. Cool. Guck mal hier, diese Rollschuhe auch noch, wie aus dem Rollschuh-Disco-Film. Was ist da? Fahrräder. Brennräder, alles hier. Das sieht noch einmal ein Freier aus, hat sogar noch Luft in den Felgen. Dann kann man nach Hause fahren. Oh, hoffe, ich fahre mich selber weg. Was ist denn hier? Noch ein Sicherungskasten, schon der zweite. Warum stehen hier so viele Sicherungskästen? Oh, was ist denn hier? PCs. Hier stehen noch PCs rum, Computer. Da steht Elektronik Typewriter. Was ist da? Oh, was ist das? Da ist noch Strom. Da ist noch Licht. Gott. Die Puppe scheint hier noch zu wohnen. Hey, ein Fliegenfänger. Was ist denn das? Das war ich. Hey, wenn hier noch Strom ist, dann kann man wirklich davon fast ausgehen, dass hier einer noch ist. Euch. Der hat draußen gehört. Ernsthaft? Wie so eine Autotür knallen. Das kann doch ich ja gerade dran gewesen sein.
hier ein kleines Klo. Hier wohnt doch noch einer. Guck mal, hier steht ja noch Putzen, Shampoo und alles. Guck mal da. Da ist doch noch alles. Hier ist doch einer. Da, Hygiene, da, Hygieneeinlagen sind hier auch noch. Was ist denn das hier? Eine Werkzeugkiste. Das ist so eine Kfz-Meister-Werkzeugkiste. Hier sind hunderte Euro Perlgarn. Mehrere hundert Euro liegen hier. Ja, hier Perlgarn. Das Zeug ist scheiße teuer. Wahlkassetten, Ghetto-Blaster. Warte, hier ist eine Zeitung. Was ist da auf der Zeitung? Express, 15. Januar 2016. Das ist die jüngste, die wir jemals gefunden haben irgendwo. Oh, letztes Jahr, ne? So tourt die Dämonen durch Düsseldorf. Leute, guck mal. Oh, was ist denn hier? Im Grunde brauchen wir keine Lampen, haben wir Licht. Da ist auch noch alles drin, Weizenmehl. Und hier Zucker und Salz und dann noch Eier. Ich kann hier einen Pfannkuchen. Soll ich einen Pfannkuchen? Sagen wir mal versuchen. Guck mal hier. Made in Japan, Küchenware. Guck mal hier das Messer. Ja. Bitte. Das hängt hier auf dem Tisch. Der Ofen geht noch. Und der Gasofen geht auch noch. Was ist das denn? Kandeltoaster. Guck mal. Was ist los? Oh nein! Leute, ich will nicht. Was ist das? Ja. Leute, da die Puppe. Die erste Puppe, die wir hier treffen. Katzenbuch. Wunderschöne Katzen. Manfred hat schon mal den Deck. Hat er gerade gesagt, wir gehen jetzt mal hingucken. Oh, ist sogar ein Puppenhaus. Was ist denn das hier, Kleri? Guck mal hier hinter dir. Ist das von der Schreibmaschine im Koffer oder was? Kann das sein, oder vom Bügeleisen? Die Oh, was ist das denn? Ein Filmprojektor. Hier hat die Horrorpuppe gelebt, Mann. Oh nein, Manfred hat schon. Hast du schon die Phantom 1 an? Unser neues Gerät für Geistererforschung? Ja, ist aber noch leise. Ist noch leise, noch kein Ausschlag. Wieso habe ich mir nicht meine Alex angezogen? Guck mal hier, hier liegt doch Goldschmuck rum. Goldketten. Was? Oh. Und ein Deckenventilator. Hier sind noch 10 Pfennig. Und hier. Hier sind schon auch schon Puppen. Über hier! Hier in der Kiste sind Puppen. Guck da, da sind sie alle. Die guckt mich an. Ich habe, glaube ich, das Grausamste gefunden, was wir jemals gesehen haben. Oh, was? Ich habe keine Ahnung. Doch. Eine Leiche. Nee, bitte nicht. Doch. Nein, nicht herkommen. Das ist das Grausamste, was wir jemals hatten. Und oh, Leute, hier ist das Puppenhaum. Hier ist der Puppenraum. Da hinten, guck mal, da liegen noch Beine. Das ist so ein... Ich gehe nicht rein. Ohne Manfred. Wo ist Manfred? Mike. Mike, fall nicht. Bitte fall nicht, Mike. Ich komm zu dir. Mike. Kannst du nicht mal laufen? Was denn? Hier ist der grausamste Fund. Seit Und? Immer. Nein. Eine CD von den Flippers. Die Original-Dämonen-Beschwörung. CD. Leute, jetzt ist Feierabend. Es wird noch schlimmer, es wird noch schlimmer. Ich dachte gerade, es ist nicht zu übertreffen, aber... Doro. Doro. Nee, Doro geht eigentlich. Aber noch einer von den Flippers. Oh nein. Und da steht auch, wenn es dunkel wird. Und die 4 Zeichen der Apokalypse sind komplett. Und noch mehr CDs von den Flippers. Die 4 Reiter sind vorne. Oh, was ist denn hier? Hier eine kaputt. Guck mal, Leute, dieses Puppenhaus. Da wohnt die Roland-Puppe. Oh nein. Schon nah. Also
Wenn er ist halbwegs noch. Der ist ein Puppenwagen. Hier ist ein Puppenwagen, Kleri. Leute, welche Puppe hat da gelegen? Hier sind zwei Puppenwagen. Drei. Vier. Kleri, was ist hier los in dem Haus? Mann, ey, hier stimmt was nicht, Mike. Hier stimmt was nicht, Junge. Oh Gott. Was, Hilfe. Was ist denn? Ja, eine Maus, meine Güte. Eine Maus? Komm mal hier raus. Oh nein, wo ich stehe. Hier ist bestimmt bei dir, Mike. Hier ist bei dir. Oh, oh Leute. Wir sollen hier ein bisschen gucken. Ein Puppenwagen. Und da, guck mal. Hörspielkasse. Ja. Wir sollen hier ein bisschen gucken. Ein Puppenwagen. Und da, guck mal. Hörspielkasse. Ja. Oh Leute, dieser unheilige Ort. Wir müssen jetzt nochmal nach oben. Und dann machen wir mal ein großes Video. Was ist das denn? In dem Raum war ich ja schon drin da eben, ne? Und jetzt war es krass, ne? Mit diesen Puppenteilen, ne? Ja. Die ja überliegen. Boah. Da liegen auch noch Beine. Habt ihr diese Beine gesehen? Beine, Köpfe. Die Schmalkette. Was war das, Leute? Gottes. Schnell. Oh, was ist hier Licht? Leute, guck mal hier, dieser Spiegel. Als wenn hier gerade einer geduscht hätte. Oh, Leute. Clary, was ist das? Oh. Das ist über Limit hier. Am Limit. Mal ganz spannend. Schon wieder Licht an. Oh. Gucken wir da hoch. Das ist eine andere Sache. Ja, wollen wir. Ja, toll. Wir müssen die Geister in diesem Haus, die Puppe, den Puppengeist, den müssen wir ausfindig machen. Und der hat sich oben versteckt. Manfred, bist du bewaffnet? Aber sowas von. Ich bin mit meinem Glauben bewaffnet. Heiliger Gott, schütze uns. Hier die Treppe? Finsteren Tage. Da liegen noch Kabel auf dem Dach. Was macht die Phantom 1? Haben wir schon irgendeinen Ausschlag oder sowas? Mhm. Pass auf, hier fehlt eine Diele im Boden. Oh, okay. Wagenkreuz. Lass ich erstmal da rein. Oh! Ausschlag. Er hat gerade gesagt, passt auf, da fehlt eine Diele im Boden, dann kommt Care. Oh boy. Ist jetzt auch wieder, oder? Halt doch mal den EMF im Auge. Kann sein, dass der jetzt auch losgeht gleich, wenn der Geist der Puppe in der Nähe ist. Okay, hier riecht es auch schon ein bisschen. Ein alter Fußball. Oh Leute, eine Populus. Das ist aber nicht original. Steht aber drauf. Glaube ich nicht. Der Geist will uns in die Führung weiterführen. Guck mal hier, stehen auch komische Symbole. Da, was heißt das? Komische, diabolische Zeichen. Da, Schnapsbrenner auch wieder. Oder was ist das? Schaltplattenspieler. Leute, guck mal hier. Eine ganze PC-Sammlung. Vielleicht ist das Amiga sogar noch. Oder meinst du, das ist PC? Da. Turbo Antivirus Professional. Das ist Windows, Word Perfect. Sieht aus wie meine Amiga-Disketten. Was ist mit diesem PC? Was liegt denn da? Erotica 1. Shareware-Hits. So einen hat er sich hier reingepfiffen. Schau rein. Das ist sehr unchristlich. Pornware. Pornware. Oh. Warum? Schnell mal weiter gucken. Was liegt da noch?
Carrie, bei dir alles okay? Mhm. Da ist auch noch ein Foto. Don't drink and fly. Da ist eine Hexe. Leute, gegen einen Bonkflug. Wer hängt sich denn sowas in die Wohnung? Also hier ist echt so viel zu sehen, hier kann man sich Stunden aufhalten in dem Haus. Vielleicht ist das ein Trick. Da, ein voller PC auch noch. Mit Grafikkartenaufsatz und allem. Vielleicht noch Soundblaster. Leute, wir haben heute noch ein neues Gerät für euch. Die Phantom 1. Die wird jetzt mitlaufen während der großzügigen Session und auch noch mit aufzeichnen. Wir sind in Ehrfurcht und Respekt. Hallo. Da kam Hallo schon. Wir sind in Ehrfurcht und Respekt gekommen. Und wollen euch nur ein paar Fragen stellen. Ist hier irgendjemand bei uns? Hat da schon jemand Hallo gesagt? Da kam Bü. Und so gerollt. Wir sind in Frieden gekommen und würden gerne nur mit dir kommunizieren. Du kannst dieses Gerät benutzen, um mit uns zu kommunizieren. Du kannst auch die Phantom 1 benutzen. Um mit uns zu kommunizieren. Hast du uns etwas über diesen Ort zu erzählen? Was ist denn im Haus hier passiert? Hier sind so viele Puppen in dem Haus. Oh, heftiger Ausschlag. Könnt ihr uns irgendwas über die Puppen sagen? Na klar. Oh, Scheiße. Da war ja klar. Hat hier jemand gesammelt? Oder ist was Schlimmes passiert mit den Puppen? Der Junge? Der Junge? Das Bild? Auch Blumenstrauß gehört? Hilfe? Einer gab Hilfe? Wer braucht denn hier Hilfe? Was war das? Was ist denn jetzt so laut? Jackie, was ist hier los? Wollt ihr noch irgendwas sagen, was die Puppen betrifft? So viele Puppen da unten, von wem waren die? Immer Puppen, immer bei Puppen, ne? Was ist hier geschehen in diesem Haus? Müssen wir hier besonders aufpassen? Vor dem Clown? Ich hab jetzt auch Clown verstanden. Hat er gesagt vor dem Clown? Ich glaub schon. Müssen wir vor dem Clown aufpassen? Ist ja ein Clown. Was hat der Clown zu bedeuten?
Er bringt. Oh nein, was wird der Clown bringen? Oh, plötzlich ist hier Kälte. Merkst du nichts? Ja, was wird der? Was wird der Clown bringen? Ziehen uns von dem Clown. Was ist mit dem Haus hier nicht? Mal schau mal, hier ganz unten. Oh nein. Eine geheime Zeichnung. Eine Voodoo-Puppe. Warte mal, da muss ich ein bisschen Licht drunter drehen. Ja, hier sieht man das. Was ist das? Ich weiß nicht, Mann. Das macht mir Angst. Ich sollte mir diesen Ort verlassen, ne? Oh. Oh, da war eine Antwort. 20 schon wieder? Ich hab Mann verstanden. Mann? Ich? Der Mann kommt. Der Clown kommt. Der Clown-Mann? Ich hab kein gutes Gefühl. Das ist die Idee. Welcher Mann? Da ist der Mann schon wieder. Da. Hölle. Hell. Null Ausschlag. Hölle. Oh Gott. Der Clown aus der Hölle? Der Mann aus der Hölle? Also, das hatten wir noch nie, ne? Ne. Oh, Scheiße. Der wird auch gerade echt komisch. Oh, mir ist schon ganz weit komisch. Der juckt das Bein. Ich glaube, vielleicht besser im Keller nochmal gucken, ob da einer ist, ein Clown. Hier ist ein Keller? Weiß ich nicht. Aber irgendwo muss der Clown ja sein. Was ist das? Okay, das Haus war ja nicht ganz so groß, ne? Ja, läuft er noch hin? Ja, da. Leute, der GoPro-Würfel, er ist einfach hängen geblieben. Ich kann euch ja mal zeigen. Ich habe jetzt schon versucht, den irgendwie wieder in Gang zu kriegen. Ja, er ist einfach... Ich kann den weder irgendwie aktivieren noch ausschalten. Da reagiert überhaupt nicht mehr. Aber wir haben auch ein neues Ausschlag, auf dem man gerät.